Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu zum Server 29 Video. Ja, der nächste Tag ist angebrochen. Tag Nummer 3. Und wir werden mal schauen, was bislang passiert ist. Ich bin Stufe 28, habe ein Sammelalbum von 33,76% und habe zurzeit 9 Dungeon-Etagen gereinigt. Ja, 9 Stück. Ab 10 gibt es 2% mehr auf Stats. Wunderbar. Übrigens, Dankeschön an alle 15 Leute, die sich hier gemeldet haben. Der Link wieder in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr Bock habt, mit mir auf Server 29 zu spielen, beziehungsweise über meinen Link, bekomme ich noch ein Freundesinvite und da bin ich so unglaublich glücklich. Kämpfe habe ich 546. Danke an alle, die mich angegriffen haben, die meinen Orden gepusht haben. Und wir schauen mal hier, Alex13. Leute, ich spiele meistens meine Alu in der Gilde. Ich habe eine Gilde, wo ich zurzeit drin bin. Und wenn die vorbei ist, meine Alu, dann gehe ich raus. Und dann braucht ihr mir nicht unbedingt alle anschreiben und sagen, ich komme da in meine Gilde. Ich habe zurzeit eine Gilde, wo ich auch zurzeit drin bleiben werde. Denn die Gilde ist doch ziemlich nice. Auf jeden Fall. Deswegen können wir da drin bleiben. Ist kein Problem. Ist mein Aufnahmegerät an? Ja, bevor es wieder hier abkackt. So, Server 29. Was hat sich getan? Wir schauen erstmal in die Ehrenhalle. Also Alu ist durch. Ich schau mal eben vorbei. Hier, der Florent. Übrigens, in der Gilde bin ich auch. Es geht auch ohne. Da sind wir drin, beziehungsweise da bin ich drin, der Florent auch. Und der Florent ist sehr gut dabei. Er ist Level 31, hat 57,95% Sammelalbum, Rang 1, die ganze Zeit zurzeit. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit Arena-Kämpfe pusht oder nicht. Auf jeden Fall, der ist sehr, sehr, sehr gut dabei. Und es läuft. Also, soweit ich weiß, ist das auch sein erster Server. Und ich habe mitbekommen, er hat sogar letztens den Livestream mit seiner Frau zusammen geschaut von mir. Florent, wenn du gerade zuschaust, willkommen, willkommen, beziehungsweise Grüße an dich. Du bist gut dabei und ich hoffe mal, du machst so weiter. Mit deiner 6162 Ehre. Du bist ziemlich weit oben. Also zurzeit kann dich keiner erreichen. Ich stehe auf Rang 32, sogar Top 30, fast Top 30, das gibt's ja gar nicht. Das ist auch ziemlich nice. Natürlich. Für Florent nochmal ein nice. Und noch ein nice. Und natürlich ein to let me motorboat like. Florent, ich mag dich. Ich bin bei Es geht auch ohne. Dort switchen wir halt immer, wenn gerade eben, ihr wisst Bescheid, wenn gerade eben einer fertig ist mit der Alu, gehen sie halt raus. Und dann kommt der nächste rein, damit man halt die Leute quasi abwechselnd in der Gilde reinbekommt, immer mehr Gold reinpusht und immer so höher im Sammelalbum ist, wie es geht. Ich war heute sehr früh wach, deswegen habe ich sehr früh meine Alu gemacht und war schon gegen 15, ne, ich weiß glaube ich, gegen 14 Uhr schon fertig. Ich bin echt um 7 Uhr oder so aufgestanden. Deswegen passt das Ganze. Ich habe mich auch so gut es geht gut equipped. 33 hier, 26, also ich bin gut dabei. Habe jetzt das ganze Gold so gut wie alles gespendet oder geskillt. Ja, der ist nicht ganz so gut. Hier ist noch ein bisschen Stärke drauf, aber ich habe nichts Besseres gefunden. Ja, das ist auch nicht so gut. Ich besitze gerade nicht das Gold, um das Ganze weiter auszuführen, beziehungsweise mein Equipment zu verbessern. Aber es ist eigentlich akzeptabel dafür, dass wir Tag 3 haben, 28. Mein Sammelalbum könnte noch ein bisschen höher sein. Ich werde jetzt alle 10 Minuten einen Arena-Kampf starten, random irgendwie los und werde dann den versuchen, noch weiter zu pushen. Mal schauen, auf wie viel Prozent ich komme und dann morgen so 40%, das wäre schon ziemlich gut. Und dann im Laufe der nächsten Woche so auf 55, 60%. Wenn ich gut dabei bin, dann könnte ich das soweit rocken. Mal schauen. Ich habe 274 Pilze noch. Und wir können mal versuchen, der Skelettkämpfer, welches Level ist der denn? Ist er denn drin, der Skelettkämpfer? Er ist Stufe 28. Er müsste drin sein. Er ist das gleiche Level wie ich. Also feiner her, könnten Sie bitte fallen. Dankeschön. Dungeon Etage Nummer 10, das gibt mir nochmal mehr Stats. Ein Plus auf alle Attribute. Sehr schön. Wen haben wir jetzt? Den Voodoo-Meister, der ist Stufe 30. Okay. Oh, 420 HP hat er nur noch. Warum fällt der Feinde her denn nicht? Das war gerade ziemlich knapp. Jetzt ärgere ich mich, dass er nicht down gegangen ist. Jetzt wird er bestimmt nicht mehr down gehen. Ich sehe es schon kommen. Jetzt hau ich wieder 10 Pilze oder noch mehr raus und er wird nicht mehr down gehen. Ach, blöd. Warum ist er denn gerade nicht gefallen, der verdammte Voodoo-Meister? Darf ich mal anfangen? Ja, dankeschön. Ich muss anfangen. Das leckt gerade auch ein bisschen, ne? Also ich kann nicht sofort klicken. Lass mich anfangen und fall dann bitte. Das ist er. Ah, er macht so viel Damage. Ah, hat er den nicht so... Ah, ich muss mindestens 3 Hits überleben. Jetzt kein Crit oder so. Ah, warum macht der so viel Damage, der Voodoo-Meister? Das gefällt mir gerade gar nicht. Scheiß Magier, viel zu OP. Boah, jetzt tötet er mich schon. Er tötet mich die ganze Zeit. Lass mich doch bitte mal 3 Hits überleben. Geht das? Ja. Jetzt habe ich zu wenig Damage gemacht. Oh. 146 HP. Not nice. Ne. Der alte Drecksack. Ist das ein dreckiger Assi? Der ist 34, der Kollege. Der wird auf jeden Fall nicht fallen. Aber warum fällt der denn jetzt nicht? Das finde ich jetzt... Drecksack. Der wird nicht fallen. Ich habe wieder 59 Gold. Ich denke mir gerade, warum habe ich so viel Gold auf einmal? Damit könnte er fallen.
Komm, ein bisschen Inskill. Durch den Dungeon natürlich gelegt. So, jetzt wirst du fallen, du elendiger Drecksack. Jetzt bist du dran, Voodoo-Meister. Willkommen in der Hölle, Voodoo-Meister. Mit der Skillung, jetzt bist du tot. Ich habe gesagt, jetzt bist du tot. Ich habe gesagt, jetzt bist du tot. Warum fällt er nicht? Will er mich trollen? Ist doch gar kein Troll, ist ein Skelett. Er macht nicht mehr so viel Schaden, aber wir machen. Crit, reicht nicht. Es reicht nicht mal ein Crit. Weich den doch aus, warum weichen wir keinen vom. Ich hau jetzt zu viele Pilze raus gerade an den. Ich hau zu viel raus und der wird trotzdem nicht fallen. Das ist halt so, man will immer mehr und er wird nicht fallen. Es ist ein Drecksack, er wird nicht fallen. Ja, er ist tot. Hat sich voll gelohnt für diese Pilze. Nicht wirklich, aber egal. Er ist tot. Das ist schön. Und wir sind alle glücklich. So halb. Aber nur so halb. So, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen rein. Wunderbar. Und jetzt können wir noch in 1 Minute 48 Sekunden den nächsten Kollegen. 11 Dungeon-Etagen ist okay. Ist ziemlich gut. Rang 33 sind wir. Wir könnten noch ein bisschen unser Sammelalbum pushen. Komm, wir greifen eben den Florent an. Nein. Wollen wir noch ein paar Pilze ausgeben? So 7 Stück oder so? Ich greife einfach mal random irgendjemanden an hier. Komm, Sammelalbum hier nochmal gepusht. Scheißegal, einfach random. Random Angriffe for the win. Ich sag ja immer, random Angriffe bis keine Ahnung, bis 40% kann man immer machen. Oder 45 oder sogar 55% ist immer gut. Schaffen wir sogar jemanden bei uns im Ranglistenbereich? Scheiß Magier, Mann, ey, ich hasse sie. Dann den Krieger schaffen wir, okay. Rang 30 ist okay. Scheißegal, wie hoch ich bin. Werden dann in einer Minute neun nochmal den Arena-Kampf machen. Kostenlos für keinen Pilz. Und Lehrmeister-mäßig, wie sieht's denn hier aus? Das Event ist noch für heute. Deswegen ist man auch so weit im Level gekommen, 28. Und ich denke mal, der höchste wird sogar noch höher sein wie der Florent. Denn der Florent hat gespielt, wo die Gilde noch nicht so weit ausgebaut war. Er hat das Ganze auch ziemlich früh gemacht. Ist mit seiner Alu fertig. Die Leute, die Happy Hour spielen, werden, denke ich mal, noch weiter oben sein heute. Ich weiß nicht. Ich denke mal, die über 30 sind. 26 auch. 29, 27, natürlich die ersten 20 werden halt schon ihre Alu fertig haben. So gut wie. Wenn vielleicht der Zipfel noch ein bisschen spielen, aber die so gut wie die Alus durch. Und heute kommen noch welche mit Happy Hour. Von den Gilden her sind wir, soweit ich weiß, also wir, ne? Es geht auch ohne. Glaube ich noch am weitesten vom Ausbau. Ich weiß nicht, ob, also Black Pandora und Goldbunker, die sind auch gut dabei. Ich weiß gerade nicht, wie weit die im Ausbau sind. Wenn jemand weitere Informationen hat, wer am weitesten vom Ausbau ist, der kann ja gerne was in die Kommentare schreiben. Ich weiß es zurzeit nicht. Mein Plan wird sein, noch ein bisschen 300 Alu weiterzuspielen. Und wenn der Server wirklich gut bleibt, werde ich auch weiterhin 300 Alu spielen. Mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Sonst werde ich auf 100 Alu umsteigen. Und vielleicht muss ich mir eine andere Gilde suchen. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich ja doch hier drin bleiben dann bei der Gilde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die nächsten Tage noch 300 Alu. Ich habe noch ein paar Pilze. Vielleicht lade ich dann auch nochmal auf. Mal gucken, wie ich gerade so Lust drauf habe auf diesen wunderbaren Server. Zurzeit gefällt mir der Server noch, aber es kann sich auf jeden Fall schlagartig ändern, wenn hier ziemlich viel dumme Aktionen passieren. Dann vielleicht nicht mehr so wie Server 25. Das war auch nicht. Server 30 wird dann der nächste Server sein. Und da muss man auf jeden Fall mitmachen, als größerer YouTuber, beziehungsweise Shakes and Fidget YouTuber, denn da gibt's Action. Also Server 30 wird die kranke Scheiße, die Scheiße wird richtig am Dampfen sein. Mal gucken, wie das da so abgeht. Das soweit zum Shakes and Fidget Tagebuch Server 29, Tag Nummer 3. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Jetzt öffne ich mein Tagebuch und schreibe, liebes Tagebuch, ich habe gerade eben einen Voodoo-Meister, einen Voodoo-Skelett besiegt, indem ich ihn anal beglückt habe. Dankeschön, Tagebuch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.